Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Heute ist die Woche 2 vom neuen Winter-Update in Adopt Me und wir bekommen heute kleine süße Ponys. Und neue Möbel. Also ich blende sie hoffentlich gerade ein. Neue Möbel. Falls ihr neue Möbel braucht, dann guckt auf jeden Fall in den Editor rein. Aber ich interessiere mich im Moment nur für die kleinen süßen Ponys. Wir wissen ja bereits schon vom gestrigen Video, wo die Ponys sind. Und falls ihr übrigens die Strawberry hier gewinnen wollt, dann guckt unbedingt ins Video von gestern, denn ich schenke einem von euch einen Strawberry Bat Dragon. Jetzt hätte ich es leider nicht rausgebracht. Oh mein Gott, da sind sie, die Ponys! Wartet, open a Pony Box, take home a Pony Pet. Oh mein Gott, Shetland Pony Dark Brown, 87%, Shetland Pony White, 10% und Shetland Pony Light Brown, 2,5%. Und oh mein Gott, als ob. Seht ihr diese Box? Die Box ist ein Sattel mit, wartet, mit einem Schweif. Das ist zuckersüß. Okay, wartet kurz, wir gucken uns mal alle Ponys an. Hier haben wir Light Brown. Ich hätte gesagt Palomino, nicht Light Brown, weil, also Light Brown sieht anders aus, aber hat keiner behauptet, dass sich Adopt Me mit Pferden auskennt. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, was ist eher White, ich hätte eher gesagt Grey, aber sieht mega, mega süß aus, könnte irgendwie auch so ein, weiß ich nicht, ein Krulle oder irgendwie so sein. Mega süß. Und hier haben wir Dark Brown. Dark Brown ist eher Dark Palomino, aber mega süß. Ich flippe komplett aus. Ich habe keine Ahnung, wen ich am liebsten haben wollen würde. Ehrlich gesagt, glaube ich, wäre ich eigentlich froh, wenn ich irgendeins davon bekomme. Was kosten denn die? Wartet bitte. Wartet. Uff. 14.000 Gingerbread. Ich habe noch mehr oder weniger fleißig gefarmt seit gestern. Ich glaube, gestern hatten wir irgendwie 24.000, jetzt haben wir 34.000. Wir bekommen aber trotzdem nicht mal 3 Boxen dafür, oder? Oh no, aber wir kaufen jetzt als allererstes einfach mal eine Ponybox. 14.000 Gingerbread, bye. Und so sieht sie aus. Oh mein Gott, sie ist mega. Die sieht wirklich richtig schön aus, oder? Oh, ich liebe die Box. Ich muss unbedingt gucken, dass ich mir ein paar Boxen noch weglege. Denn ich liebe es, diese Boxen zu sammeln. Wartet, ich bin lost. Hier sind wir bei Gifts. Und ich habe schon ganz, 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 ganz viele Boxen gesammelt. Von manchen halt leider nur eins oder zwei. Aber ein oder zwei Boxen muss ich irgendwie gefühlt von jedem sammeln, weil ich die mega, mega cool finde. Ich bin jetzt mega krass gespannt, was wir in unserer ersten Box haben. Und natürlich ist es jetzt dunkel. Zurück bei den süßen kleinen Ponys haben wir wieder unsere Box in der Hand und machen unsere erste Box auf. Ich würde mich über alle freuen. Ich muss aber ehrlich sagen, das Light Brown, also der richtige Palomino, gefällt mir, glaube ich, also der hier trotzdem am allerbesten. Aber ich freue mich über jedes Pony. Was haben wir? Ultra Rare. 10%. Snowball Fight können wir nicht machen, weil wir sind auf dem privaten Server. Oh mein Gott. Wir haben sofort ein weißes bekommen. Das ist cool. Oh mein Gott, bist du putzig. Ich hätte gesagt, ein Smoky Krollo, aber that's just me. Oh mein Gott, bist du, oh mein Gott, du bist mega putzig und du bist einfach, du bist, oh mein Gott, du bist Zucker. Oh mein Gott, Leute, die Ponys sind mega, ich brauche mehr Gingerbread. Nein, das, wir haben jetzt dann schon kein Geld mehr, um ein neues zu kaufen. Was kostet denn eine weitere? Wir bräuchten noch 4.000. Das heißt, wir müssten 7.500 Gingerbread kaufen für 210 Robux. Oh, das ist alles ziemlich teuer, oder? Ist alles ziemlich teuer. Wir gucken jetzt einfach mal, was in dieser Box drin ist. Let's go. Okay, bitte, bitte, was Tolles. Dark Brown. Okay, das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Ponys bekommen, was ich mega, mega cool finde. Oh mein Gott, du bist... Oh mein Gott, du bist auch mega putzig. Guckt euch die Ponys an. Ich meine, die Frage ist jetzt, wie groß ist die Chance, dass wir jetzt noch ein Light Brown bekommen? Weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass das Light Brown definitiv das Schönste ist, oder? Schreibt mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Welches Shetland Pony gefällt euch am besten? Light Brown, White oder Dark Brown?
Während wir auf das neue Spiel warten, gucken wir uns mal ganz... Oh mein Gott! Gucken wir uns mal ganz kurz die Ponys in Neon an. Oh mein Gott, ich liebe Shetland-Ponys. Die sind einfach so putzig. Und guckt sie euch an, wie hübsch sie sind. Aber Leute, Neon-Shetland-Pony, ne? Da sitzt man den ganzen Tag nur da und spielt die Spiele, die es zu spielen gibt, oder? Das Weiße gefällt mir tatsächlich nicht. Das Grün, also könnt ihr euch noch an das Drama mit dem grünen Lamm erinnern? Ich verlinke es euch vielleicht irgendwann mal irgendwo mal im i. Das war ein riesengroßes Drama. Von daher gefällt mir das jetzt hier persönlich nicht. Also da, glaube ich, gefällt mir das Originale am besten. Und dann ist noch das Light Brown. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen verliebt in dieses what? Da ist dann alles weiß. Krass, okay. Das ist richtig cool. Also... ihr fragt euch wahrscheinlich gerade why, aber das ist richtig cool, denn mir gefällt als Neon am allerbesten dieses Pferd. Das Dark Brown, das Rare, das 87% droppt. Das ist ziemlich cool, denn hier von 4 Stück zu bekommen ist definitiv besser als von dem hier Light Brown 4 Stück zu bekommen. 20 Minuten später. Wir sind zurück. Es sind jetzt, glaube ich, 20 Minuten oder so vergangen. Ihr seht gerade, ich habe jetzt 13.714 Gingerbread. Und wenn wir jetzt noch 16.000 Gingerbread kaufen für 420 Robux, weil ich habe noch 500 Robux, Leute. Das machen wir jetzt. Wir sparen ein bisschen Geld und geben trotzdem ein bisschen Geld aus. Haben wir jetzt 29.000 Gingerbread. Das bedeutet, dass wir jetzt noch 2 Boxen aufmachen können. Und ja, ich weiß, ich bin hysterisch, aber es sind Pferde. Und jeder, der meinen anderen Kanal Nick Roll kennt, weiß, ich liebe Pferde. Und deswegen machen wir jetzt noch 2 Boxen auf und ich finde es mega cool. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir das Light Brown dabei haben. Wenn nicht, versuche ich es mir vielleicht zu ertraden oder so. Aber ich wäre auch maximal happy, wenn ich noch die Sugar 3-mal bekomme. Also jetzt 2-mal und dann nochmal irgendwann anders. Wir haben jetzt noch ein paar Wochen Zeit, das Ganze zu machen. Denn ich möchte sie unbedingt Neon machen. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Was haben wir? Ah, nochmal ein Dark Brown. Vermutlich bekommen wir jetzt nur noch Dark Brown. Was ich aber nicht so schlimm fände, ehrlich gesagt, weil wie gesagt, ich möchte sie unbedingt Neon machen. Sie hat ja auch schon den Namen bekommen und alles Mögliche. Okay, unsere letzte Box. Was? Wir... Ein paar Sekunden später. Wir haben den Palomino bekommen. Oh mein Gott. Leute, ich bin absolut sprachlos. Leute, da ist sie. Legendary. Oh mein Gott. Legendary. Das gibt's nicht. Das heißt, ich brauche jetzt noch 2 von der Sugar. Und dann bin ich fertig mit den Ponys und dann brauche ich nur noch 1 oder 2 Boxen mir ersparen. Oh mein Gott, Leute. Und diese kleine Maus braucht natürlich auch noch einen Namen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie wir sie nennen sollen. Und ich bin maximal happy. Leute, ich liebe dieses Update. Das ist mega, mega süß. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare. Macht ihr auch kleine, süße Shetland-Ponys auf? Und falls ihr welche aufgemacht habt, welche hattet ihr drin? Dark Brown, White oder Light Brown? Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!